Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Klasse Tipp. So. Nummer 1 ist... Das ist ja einfach. Nummer 1 haben wir. Tja, Nummer 2 liegt wesentlich weiter oben. Aber er kann schon so klettern wie Ezio. Oh. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Noch nicht. Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Okay. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Hopp. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Noch ein, zwei Tage? Yay! Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. War's das? Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, los, Pferd reiten. Was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Ja, also such dir nach dem Kodex und dem das Gewalt. Passiert. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Na. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Ja, da grinst er. Ah, dann hauen wir uns mal ein bisschen aufs Ohr. Aber da hochklettern ist viel zu Mainstream, deswegen wird er schön hochgesprintet. Oh, das ist noch von Altair. Und diesmal dauert es doch etwas länger an. Das ist nicht gut. Naja, hauen wir uns da mitten im Gang einfach auf die Ohren. Oh, okay. Wer ist das? Okay, die Pferde. Wir sind Altair. Was ist das? Wo bin ich? Das ist... Oh ja, die Burg von Akkon. Das muss ein Ziel sein. Ich muss eingeschlafen sein. Und dann holen wir uns mal das Ziel. Ich habe nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Oh, da kann ich nicht hoch. Nein. Ach Mensch, Alter, ja. Nett, wie sie mir alle Platz machen. So. Die Frage ist jetzt natürlich, wo müssen wir hin? Ich weiß es. Das hatte ich auch schon im ersten Teil einmal gesagt. Es ist jener Turm, den ich hasse zu besteigen. Glaube ich. Viel mehr kann man hier im Moment aber nicht sehen. Ups. Deswegen bleibt mir fast nichts anderes übrig, als da irgendwie hochzukommen. Und das geht am besten hier drüben. Jo, dann würde ich sagen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Oh, ist offen. Aber wir können natürlich nicht rein.
Ja, ist diesmal doch etwas anders als im ersten Teil. Es ist einfacher. Bis jetzt. Ja, das hatte ich auch schon im ersten... Ja, jetzt geht's schon wieder los. Ich komme da schon wieder nicht hoch. Das sollte so sein. Ich wollte nochmal von vorne anfangen, weil irgendwie... Nee. Was ich mich nur frage, wo ist Altairs Panzerung? Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Altair. Wie zur Hölle? Folgen wir ihr mal. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Ey! Frechheit. Ist das Ziel da dazwischen gesprungen hier? Ja. Hoch. Na, hier wäre es auch gegangen. Mein Weg war aber besser. Den ich eben hatte. Ja, hoch. Hoch. Verdammt, da. Ninja. Na, komm hoch. Nicht? Muss ich runterkommen? Nicht so weit runter. Och Mann, du bist doch... Und wieder klettern. Und weiter geht's nach oben. Tja, ganz nach oben heißt es. Hatte mich schon gewundert, wie ich denn sonst wissen soll, dass ich da hoch muss. Also ich meine, ich wusste es jetzt, aber was wäre wenn? So, irgendwie... Die Lampe, da erinnere ich mich noch gut dran. Ja, von mir aus auch das, Alter, hier. Scheiße, Mann. Das wird wieder... Ich denke, ich werde da gleich einfach kurz die Aufnahme unterbrechen. Und... So lange dort warten, oder so lange das versuchen, bis ich es geschafft habe und dann einfach wieder aufnehmen, weil mein Speicher wird auch langsam etwas knapp. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen recht viel aufgenommen. Das muss ich alles noch verarbeiten. Das sind schon 2 Terabyte oder so. Na? Alles klar. Bis gleich. Buja, ich hab's geschafft. War eigentlich ganz simpel, da hätte ich auch viel früher drauf kommen können, so kann man das ohne weiteres schaffen. Ich habe es aber immer halt mit normalen Sprung versucht, deswegen so klappt das wohl nicht. Aber ich habe es trotzdem hinbekommen, weil ich geil bin. Und wir gucken, was das Ziel da oben macht, wer das ist. Und ich bin ruhig. Ja, ich habe ein bisschen
verkackt das gerade. Ich weiß jetzt nicht, was mit in der Aufnahme drin ist und was nicht, aber Desmond hat ein paar Kommentare noch abgegeben. Ja, Maria, ich erinnere mich nicht hundertprozentig dran. Ich weiß nicht, ob das die ist, die von... Wie heißt er noch gleich? Ja, diesem einen Obertempler da. Der Zweitober. Warum folge ich nicht, alter ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oha. Oh, Scheiße. Oh ja. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Oh ja. Okay. Warum nicht? Wieder die Pferde. Hallo. Die Pferde sind unheimlich. Was machen die da? Wie sind wir ins Bett gekommen? Schlafgewandelt? Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Ein bisschen komisch. Dann mach dich bereit. Wie jeder mal komische Träume hat. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Okay, Spuchtel. Hoffentlich stirbt er. Ja, ich hoffe, dass er stirbt. Wer auch nicht. So, ab geht's in Animus. Und dann setzen wir fort. Und zwar, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Venedig. Oh ja. Und das sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Oh, Sickereffekt, genau. Nicht Sickerungseffekt, Sickereffekt einfach nur. Ah, Venedig. Und die Stadt sieht richtig geil aus. Die erlauchteste Republik Venedig. Erlauchteste. Ah, ein Jahr später wieder. Oh ja, bevor wir das machen, geht's erstmal hier hoch. Denn da ist ein Aussichtspunkt, den will ich natürlich erstmal erklimmen, um hier ein bisschen Überblick zu bekommen. Attenzione! Hinrichtungsbekanntmachung! Oh, und schon wieder sind 5000. Aus San Polo wurde wegen des Verrats gegen die erlaubteste Republik schuldig gesprochen. Wie er klettern kann, ey, das ist so. Oh, awesome. Und es gibt hier natürlich wieder mal komplett neue Türme, die es zu beklettern gilt, sag ich mal. Die sich von allen bisherigen unterscheiden. Und wahrscheinlich gibt es gleich auch schon wieder hier neue Rüstung und sowas. Aber das schaue ich gleich mir an. Erstmal wird eine Runde synchronisiert hier. Um uns einen Überblick über die wunderschön gestaltete Republik Venedig zu machen. So, wo haben wir ihn? Da ist er. Oder gibt es Codex-Seiten? Schnellreisestation, Rebecca. 84. Man muss bezahlen, um die Fähre zu benutzen. Venedig liegt auf einer Reihe von Inseln, die von einer Lagune umgeben sind, weshalb ankommende und abfahrende Reisende auf ein Traghetto-Fähre angewiesen sind. Auf ein Traghetto, ja. Trageti gibt es in allen größeren und von den kleineren Fähren. Was? Gibt es in allen Größen von den kleinen Fähren, welche die Leute in der Stadt transportieren, bis zu den großen Schiffen, die Passagiere zum Festland und zurückbringen. Die Trageto-Stationen wurden von